Vor 15.000 Zuschauern fand heute das 61. Stocherkahnrennen statt. Dabei geht es wie immer um den Spaß. Allerdings nur abseits vom Neckar. Auf dem Neckar geht es ausschließlich ums Gewinnen. Dabei ist fast jedes Mittel recht. Denn der Verlierer muss einen halben Liter Lebertran auf Ex trinken. Kein Spaß. Letztes Jahr war das die Sängerschaft Hohen Tübingen. Deshalb richten sie dieses Jahr das Stocherkahnrennen aus. 52 Kähne versuchen gleichzeitig, sich an die Spitze zu drängen. Schon direkt am Anfang kann sich nämlich das Rennen entscheiden. Wer es schafft, dem größten Gewühl schon am Start zu entkommen, kann sich leicht nach vorne absetzen und die Führung halten. Wer allerdings die Stocherstange verliert, für den rückt der Lebertran gefährlich nahe. Traditionell gilt, der Stocherer bleibt bei seiner Stange. Und wenn das heißt, dass er im Neckar warten muss. Das kostet natürlich enorm viel Zeit. Auf Höhe der Neckarspitze liegt der Kahn von der KSTV Rechberg mit der Startnummer 24 ganz hinten. Nachdem wieder alle Teammitglieder plus Stocherstange im Boot sind, kann es dann weitergehen. Noch ist für den Rechberg allerdings nichts verloren. Fast immer entscheidet sich das Rennen erst später an der engsten Stelle, dem Nadelöhr. Doch dort erstmal anzukommen, ist gar nicht so einfach, wie die spärlich besetzte AV Gestfalia gemerkt hat. Deren Stocherer ist in den Neckar geplumpst und schwimmt die letzten 100 Meter bis zum Nadelöhr. Zum Glück für ihn und sein Team gibt es dort einen so großen Stau, dass die mangelnden Fertigkeiten in puncto auf dem Kahn stehen bleiben können, nicht ins Gewicht fallen. Durch das Nadelöhr muss jeder Kahn zweimal durch. Erst unter der Neckarbrücke entlang, dann geht es wieder flussaufwärts. Als letzter verlässt der Tübinger Wingolf mit der Startnummer 23 die engste Stelle des Stocherkahnrennens. Das anstrengendste Stück kommt nach dem Nadelöhr. Gegen die Strömung des Neckars geht es etwa einen Kilometer flussaufwärts. Da sollte man fit sein. Das Team von der Fachschaft Sport, die Gewinner vom letzten Jahr, sind das definitiv. Natürlich versuchen die Paddler, sich gegenseitig so gut wie möglich zu sabotieren. Das Stocherkahnrennen ist schließlich kein Ort für falsche Freundlichkeit. Auch in dem Streckenabschnitt des Rennens gibt es viel Chaos. Manche profitieren davon. Trotz literweise Wasser im Kahn hat der Tübinger Wingolf wieder den Anschluss geschafft, nachdem sie als Letzte das Nadelöhr verlassen haben. Ganz hinten ist jetzt das Corps Borussia. Die Verbindung treibt es an den Rand des Neckars. Bis Stocherer Maximilian Siebert sie wieder aus dem Gebüsch rausfährt, sind die anderen Kähne schon im Ziel. Das Team Rechberg feiert. Sie sind gerade so nicht Letzte geworden, obwohl ihr Stocherer nicht unbedingt immer auf dem Kahn war. Sie sind knapp dem Lebertran entgangen. Die Studenten vom Corps Borussia mit der Startnummer 46 waren da nicht so glücklich. Wasser aus dem Kahn schaufeln und dann geht es mit wenig Elan zurück zur Neckarbrücke. Dort wartet schon ein halber Liter Fischfett pro Person. Zumindest Bier können die Borussen allerdings sehr schnell trinken. Ihr Lebertran ist wahrscheinlich weg, bevor sie ihn überhaupt schmecken. Zum Schluss noch ein paar weise Worte von einem der Verlierer in diesem Jahr. Wer sich vorbereitet, der schummelt und ist eine Scheißbuchse. Danke. Na dann, wir freuen uns aufs nächste Jahr, wenn das Corps Borussia das Stocherkahnrennen ausrichten wird.